Hallo, wir wollen heute einmal über das Thema Sauger mit euch sprechen und haben jetzt mal einen neuen Sauger mitgebracht, den Duskatol Tromp, der ein paar entscheidende Vorteile hat gegenüber anderen Saugern, wo wir einfach sagen, ja, der passt gut in unser Programm, den wollen wir anbieten. Auf den ersten Blick erstmal ein vergleichsweise kleiner Sauger für seine Leistung, der hat so 3000 Watt, 48 Kilo, auch noch ganz handlich also, und durch die großen Führungsrollen, speziell hinten, auch noch gut zu transportieren auf Treppen oder über Kanten, Bordsteine und so weiter. Im Vergleich zu anderen Maschinen, die auch um die 3000, 3500 Watt manchmal haben, ist er relativ kompakt, also gut zu transportieren. Große Vorteile liegen hier speziell in der Abreinigung der Filter. Und zwar gibt es hier eine halbautomatische Abreinigung, dafür ist hier hinten ein kleiner Hebel, den zeigen wir nachher nochmal in der Detailaufnahme, wo wir dann halt die Abreinigung machen können. Für die Abreinigung versperren wir hier den Absperrschieber. Der Absperrschieber ist auch unter anderem für den Transport ganz gut, weil dann halt kein Staub aus dem Filter oder aus dem Behälter mehr hier rausströmen kann beim Transport, wackelt es ja auch mal im Auto oder wie auch immer. Und so kann ich halt direkt auch hier meinen Ausgang verschließen und habe halt dann die Möglichkeit, den Filter abzureinigen. Bei anderen Systemen ist das manchmal ein bisschen komplizierter, da muss man erst dann den Schlauch kompliziert nehmen, den irgendwie zuhalten oder gegen die Hose halten oder wie auch immer. Dafür ist das hier mit dem Absperrschieber deutlich besser gelöst. So, wenn der Sauger dann eingeschaltet ist, wie gesagt, Absperrschieber zu, Sauger an, jetzt hören wir schon. Falls das jetzt nicht gut zu hören war, also wir müssen natürlich, wenn wir saugen, natürlich klar den Absperrschieber aufmachen, weil wir sonst kein Material einsaugen können. Der Sack zieht sich natürlich beim Saugen nach oben, das ist ganz klar. Ich mache das einmal ein bisschen zur Seite hier, weil natürlich ein gewisser Unterdruck entsteht und sich der Sack dadurch nach oben zieht. Das wäre jetzt ein Problem, wenn diese Klappe da nicht wäre. Und zwar ist hier unten im Gehäuse eine kleine Klappe drin, da werden wir nachher auch nochmal ein Bild von zeigen. Die sorgt dafür, dass der Behälter unten verschlossen ist und man somit eine Ansammlung des Staubes erst im Behälter hat und zwischendurch die Maschine einfach ausschaltet und somit gelangt dann der ganze Abfall, die ganze Saugut runter in den Sack. Und dann in dem Moment macht man dann auch meistens die Filterabreinigung mit. Auch eine schöne Sache, das ist vielleicht von anderen Systemen schon bekannt, ist halt dieses System mit dem Longo-Pack. Da schimpft sich hier unten dieses Sacksystem. Und zwar hat man keinen einzelnen Beutel mehr, man hat halt einen langen Schlauch, den man halt immer Stück für Stück wieder weiterziehen kann, um dann halt einfach den nächsten Sack zu haben. Würde jetzt bedeuten, wir haben den Sack hier voll, dann würden wir einfach dementsprechend hier das weiter runterziehen, was wir dann ein Stück haben, einmal hier leicht zusammenlegen. Dann können wir hier hinten aus dem Fach, was übrigens auch sehr praktisch ist, man hat hier so ein kleines Ablagefach, da kann man sich mal Kabelbinder reinpacken, Adapter für irgendwelche Ecken oder so. Schöne Sache. Schön, wie gesagt, detailliert gut verarbeitet, das Gerät. Dann mache ich mir hier einen Kabelbinder drum. Schön fest anziehen, weil soll ja nicht überall verteilt werden, der Staub. Ja, dann haben wir den ersten Sack ja schon verschlossen. Damit wir dann den folgenden Sack auch wieder verschlossen haben von unten, machen wir so in 5 bis 8 cm Entfernung einfach einen zweiten Kabelbinder dazwischen. Auch schön fest anziehen und dann schneiden wir zwischendrin ab und haben unseren verschlossenen Sack mit dem Sauggut. Ein großer Vorteil hierbei ist natürlich, man hat nie offenen Staub. Man atmet nie den Staub aktiv ein, wenn man jetzt einen Behälter leert oder man hat einen offenen Sack. Das ist wirklich eine gute Sache. Ja. Was können wir sonst dazu sagen? Entscheidend hierbei finde ich halt einfach, man hat eine extrem hohe Saugleistung. Diese 3000 Watt sind wirklich sehr stark. Wie gesagt, man traut der Maschine aufgrund der Größe vielleicht manchmal gar nicht so viel zu. Wir haben sehr viele Tests damit jetzt schon gemacht mit starken Fräsmaschinen und so weiter und da kamen wirklich tolle Ergebnisse zustande. Auch wenn man mal einfach viel Fläche absaugen muss, heißt ich habe aus irgendwelchen Gründen
Das kennen wir alle, wir haben manchmal Baustellen, die stark verschmutzt sind von den Malern, vom Trockenbauer, von wo auch immer. Und dass sie erstmal Fläche absaugen müssen. Und da brauchen wir oft auch schon einen starken Sauger. Und da ist dann hier auch eine Bodendüse dabei mit einem Rohr. Da merkt man auch wieder ein sehr schönes kleines Detail. Und zwar fliegt dieses Rohr nicht einfach irgendwo rum, sondern hier unten ist extra ein Haken, wenn man das so sehen kann, wo wir halt unsere Düse einfach von oben einführen können. Und so unser Rohr immer dabei haben, kann nicht weg. Ist gut für den Transport, ist eine schöne Sache. Ja, schönes massives Rohr. Klar, natürlich mit den Rollen drunter, höhenverstellbar, mit den Dichtlitten dran. Eigentlich das Optimale, was man da braucht. Schöne, große Breite, um eine große Fläche abzusaugen. So, eine weitere schöne Sache hierbei ist die Montage des Kabels. Man muss also nicht mehr das Kabel blöd drumherum wickeln irgendwie, sondern man hat es hier direkt an der Seite dran. Wickelt das hier kurz auf, wie man sonst auch machen würde. Und kann es dann hier schön an den Gurt an der Seite montieren, eingezogen. Und dann kann man halt einfach hier den Gurt spannen und dann hat man das hier dran. Ja, wir werden den Tromp in Zukunft für solche Fälle anbieten, wenn wir fräsen möchten. Also das heißt, wir wollen alte Kleber abtragen, Spachtelmasse abtragen, Estriche schleifen oder auch größere Mengen vielleicht. Beim Holzschliff können wir nämlich hier auch gut mitarbeiten. Und ein Beispiel ist zum Beispiel unser Floorman, den wir hier sehen. Da werden wir auf jeden Fall auch Kombinationen mitmachen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir haben eine ganz tolle neue Maschine. Wenn da Interesse besteht, einfach eben kurz bei uns anrufen. Kontaktdaten werden gleich eingeblendet oder bei dem Außendienst. Wenn da Fragen sind, einfach eben kurz durchklingeln. Gut, vielen Dank erstmal und bis bald. Tschüss.